Mein Herbert ist nicht mehr da. Was? Sven wieder. Ich bin Propeller. Nice Flo. Guck mal, André. Das will ich auch haben. Das können wir uns eigentlich machen, aber dafür brauchen wir erstmal einen normalen Hook. Haken? Mit was war das zusammenmischen? Mit Silk? Koppel? Nee. Mit Eisenketten. Genau, einen Haken mit Eisenketten, dann machen wir einen Hook. Also Grappling, also, dann machen wir einen einzelnen Grappling Hook. Den können wir verbessern. Mit Vines, glaube ich, war das, ne? Zu einem dreifachen oder doppelten Grappling Hook. Und den hier habe ich jetzt zufälligerweise aus dem Schleim bekommen. Aus dem Schleimkönig bekommen. Aber der hat eine Reichweite von 20 Feldern. Wir haben Wasserkerze, erhöht Monster-Spawn-Rate. Ich bin Spider-Man. Also, wir brauchen... Hey! Bleib hier! Also wir können uns aussuchen, wir gehen, wenn schon Skeleton und Tote Mina, Hopplies, diese komischen Sperrtypi, Undead Vikings und Marvel, in den Marvel Caves, Underground Snow und Kevin Layer farmen. Ist nicht, ich will Sachen für mich haben, immer. Gibt's eine Chance von 1 zu 25 oder Piranhas in Jungle. Da, wo es Sandwaffen gibt. Das, es geht gerade um den Hook, André. Ach so. Um den Hook, um den Grappling-Hook zu erstellen. Bauen. Huja! Schwamp! Tot. Es ist doch jetzt Nacht. Warmt. Nicht laut dem Typen. Komm in der Nacht wieder. Ich kann dich erst hineinlassen, wenn du mich von meinem Fluch befreit hast. Mein Meister kann nicht bei Tageslicht herbeigerufen werden. Komm in der Nacht wieder, wenn du hinein willst. Ich kann dich erst hineinlassen, wenn du mich von... Ich kann dich erst hineinlassen. Mein Meister kann nicht bei Tageslicht herbeigerufen werden. Ja, nur die drei Sprüche, echt jetzt? Ja. Was ist denn jetzt Nacht? Komm on! Ich mach das mal, Leute. Nee, das wäre ein Goblin. Tot. Ach, beschwört ihn. Ich bin Spider-Man. Nacht. Das war ich. Nein. Ja, halt die Fresse. Oh Gott. Ich
Hat er was gedroppt eigentlich? Ja, schön, dass ich nur Leben habe. Nein, hat er nicht. Okay. Was ist, André? Hier, André, hier. Hast du Heiltränke. Ach ja, nicht vergessen, hier sind noch welche schwache Mana-Tränke und anderen Kram, die man von den Teilen abnehmen kann. Hier stehen überall Tränke auf dem Boden, André, das siehst du. Die kannst du abbauen, einfach mit rechts. Auf den Bücherregal. Und du findest Schlüssel in Truhen. Die brauchst du, um andere Truhen zu öffnen. Um spezielle Truhen zu öffnen. Ja. Als ob ihr mir einmal eine Truhe geben lassen würdet. Ja doch, die gehen ja nicht alle den gleichen Weg. Eigentlich, also macht jedenfalls keinen Sinn. Lol. André, wir sind dumm. Wir gehen ja nicht den gleichen Weg eigentlich. Also es zweigt sich gleich alles ab und dann durchsuchen wir da alles. Ich lass Herbert jetzt mal raus. Töte ihn! Wenn du Heiltränke hast, drück H, ne? Apropos. Vielleicht soll ich es auch mal drücken. Aua. Wir sind überall Fallen, ne? Und zack, Stacheln und whatever und alles. Schon doof hier. Kann ich mal meine Kugel bitte wieder beschwören? Danke. Und hier finden wir zum Beispiel dieses Magier-Aqua-Buch, glaube ich. Ja, und auch die, wie heißt das? Muramana. Muramana? Mana-Mune oder Muramana? Muramana. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Du oben lang, ich geh links lang, andere geht unten lang. Ich hab hier die Dings. Hab ich schon. Hast du die Truhe schon? Oh. Ne, hat's nicht, ne? Die Truhe kann ich nicht öffnen. Ich schon. Weil du einen Schlüssel hattest. Was ist drin? Was ist das denn? Knochenschweißer? Na, was bei mir da unten, Maxi, war auch noch eine Truhe. Ich hab keinen Schlüssel gerade mehr. Schlüssel müssen wir uns erfahren. Oder finden. Droppen die Skelette die nochmal? Ja, ne? Ja. Ich glaube, da unten liegt einer, Flo. Da, wo die Truhe war. Da, wo ich war. Bist du tot? Ach ja. Weißt du, was ich für ein Schwert hab, Flo? Was? Warte mal. Muramana? Ja. Eigentlich ist er mein Schwert. Ja, aber ich hab dich ja noch nicht getroffen. Das war in der goldenen Truhe drin, die du nicht öffnen konntest. Ich konnte sie dir noch nicht überreichen, tut mir leid. Ah, Leute, was ist das Ding denn da? Auch nur. Ich hab einen goldenen Schlüssel. Ja, damit kannst du manche Truhen öffnen. Also einfach nur rechts, wenn du einen Schlüssel hast, einfach nur rechtsklick auf die Truhe machen. So eine goldene mit einem Schloss halt. Ja, ich war. Hier unten gleich ist eine. Ja, dann geh da hin. Hä? Dann geh da hin, wenn du einen Schlüssel hast. Aber da sind noch zwei Viecher, also ein bisschen Unterstützung wäre nice. Ja, Flo, hilf dir, ich geh hoch. Ein Schild! Koboldschild! Kobold! Knochenkreisweißer! Also hier mache ich nicht Fernkampf mit Bogen, das kannst du knicken, ey.
Gott, ist das Dungeon scheiße, ey. Der Dungeon ist übel schwer, ja. Was war in der Truhe? Ah, da ist nicht mehr drin, okay. Nix. Scheiß Falle, ey. Der Dungeon ist richtig schwer, Andrea. Weißt du, was wir jetzt meinten mit verzwickt und so ein Kram? Groß. Das ist der Dungeon, der ist ja gar nicht groß. Manu. Kein Schlüssel. Oh Leute, was hab ich denn jetzt hier gedroppt? Stückzähler. Kein Schlüssel. Leute, ich hab so einen Zähler, wie viel mir angezeigt wird, wie viele Typen getötet wurden. So, für wen war nochmal die Knochenrüstung für André, ne? Ja. Ja. Wir brauchen, glaube ich, noch Kopfwerb. Ach, die Slimes haben die Schlüssel immer gedroppt, ne? Auch, ja. Ja, ich hab einen. Gab's hier Fake-Truhen? Glaube schon. Da ist nochmal eine andere Truhe. Die nochmal einen anderen Schlüssel benötigt, Flo. Auge von Cthulhu und Mut. Oh. Nahkampfschaden. Eine Nahkampfwaffe gefunden, die 25 Damage macht. Digga, ich komme hier gar nicht weiter, so viele Viecher wie... Ja, hier sind übel viele, Alter. Ich wundere mich, dass ich noch am Leben bin. Ach, Maxi, glaube ich, wo ein Buch findet man, glaube ich, wenn man so diese Bücherteile wegmacht. Stimmt, in diesen Bücherregalen hat man die Bücher gefunden, ne? Ja. Richtig. Wenn ich jetzt wieder welche finde, dann mach ich die mal auf. Aber das hat man doch auch gesehen, ob das ein Buch war oder nicht. Also ob das jetzt so ein Buch war oder ob das nicht so ein Buch war. Weiß ich so nicht mehr. Digga, aber wo kommen die jetzt auf einmal alle? Immer magische Rakete! Flo, ich hab das, was ich lenken kann. Geil. Die lassen hier auch Mana-Sterne fallen, ne?
Er kann auch hier schwachen Mana Tränke finden. Nein, Mana, oh, Sterne. Ich weiß. Davon rede ich gerade. Ja, oder auch nicht. Ich hab jetzt eigentlich. Ach nee, das ist nur Mana. Aha, auffüllbar. Ich bin in Mana noch. Ja, und ging's nicht mehr weiter. Autsch. Ach, die Magieangriffe kannst du abwehren, indem du. Achtung. Hier ist noch so eine Truhe. Warum bin ich jetzt wieder gestorben? Giftfalle. Digga, was gibt's denn hier eigentlich nicht? Alles Mögliche gibt's da nicht. Das war kein Satz. Keine Logik. Ach, was? Oh Gott, sind das viele! Und ich lebe einfach immer noch. Ich brauche irgend so einen hellblauen Schlüssel, Flo. Für so eine bestimmte Truhe. Ich mach den Dinger auch hier kein Damage, Alter. Ich hab eine Voodoo-Puppe. Vom Schneider, Flo. Läuft. Nicht vom Guide. Lol. Hier die Necro-Armor. Also die Knochen-Armor. Twisted gibt 16 Rüstung und eine 20%ige Chance, dass Munition nicht verbraucht wird. Und erhöht jedes Teil erhöht den Reichweiten, also Fernkampfangriffsstand um 5%. Wir brauchen 135 Kopfbett und 150 Knochen dafür. Ja, die Knochen sind kein Ding. Hä? Ich sterb aber wegen nix hier. Fallen, hey, ich hab irgend so ein Schild. Ja, ich hab auch eine schneller Voodoo-Puppe. Koboldschild trage ich. Was bringt das der Koboldschild? Abwehr. Ein. Ah ja, stimmt ja. Kobaltschild konnte man ja mit den Obsidian-Teilen kombinieren. Die Obsidian-Skull kombinieren. Stimmt ja. Digga, wo kommt ihr denn? Was ist das? Woher kommt ihr Viecher denn? Von hinten. Es sind 50.000 Viecher, so, ich muss mal. Deff mich mal eben. Ich geh mir Obsidian farm. Das brauche ich nicht, was ist das? Blauer Mond. Blue Moon, das wollte ich nicht wie dieses. Ja. Schmerzball. Macht aber guten Damage, ja. Bin ich jetzt mal endlich mit meiner. Maxia Need Assistant! Ja, ich will gerade mein Inventar ein bisschen sortieren. Ich hab halt kaum noch Platz. Ja, passt erstmal, okay. Oh, ich hab so viele Schlüssel! Ist halt irgendwie ein bisschen doof, dass du hierher gekommen bist. Hä? Ist ein bisschen doof, dass du hierher gekommen bist, weil hier ist so viel los. Ey, ist doch gut oder nicht? Für André ist das gut, weil er braucht ja Knochen, um die Rüstung herzustellen. Sag mir doch, dass da einer ist bei mir.